Ja, hallo liebe Leute, wieder eine Folge Fishing Planet. Weiter geht's mit meinem dritten Account und der Staffel 3 in Fishing Planet. Ich bin jetzt hier mittlerweile Level 4, hab 9014 Credits und 7 Baitcoins angesammelt. So, Inventar ist immer noch das und das. Das heißt, wir gehen jetzt in den Laden. Kaufen uns die erste Spin-Route. Entweder die Value Spin mit 1250, die geht bis 3 Kilo, oder gleich die Elemental 200. Der kann man ein bisschen weiter werfen und hat 0,2 Kilo mehr. Da gucken wir erstmal nach der Rolle, die wir da bekommen. Da bekommen wir bis 1,6 Kilo, also lohnt sich noch nicht die stärkere Route zu holen, weil Rolle eh noch keine größere zur Verfügung steht. Ab Level 5, da gibt es dann die 2,25 Kilo. Ja, ich glaube, ich werde warten bis Level 5. Und werde erstmal die Lone Star Erkundung 2 ohne Match, ohne Spin-Route machen. Gibt es dann ab Level 5 hier noch, da gibt es dann auch schon die Value Spin 230, die ist ja noch besser. Und dann gleich die kaufen und die hier überspringen. Obwohl, nee, für die Mission 2, für die Erkundungsmission 2 brauchen wir ja die Spinnroute Barsch, Hecht. Ja. Die beiden kann man noch mit der Teleskoproute fangen, aber die beiden braucht man die Spinnroute. Also die zwingen einen denn doch, wenn man hier weitermachen will, oder? Wie viel brauche ich denn noch für Level 5? Eigentlich nicht mehr viel. Genau, machen wir so. Wir reisen einfach nochmal hin. Kostet ja nichts. Und angeln noch ein bisschen. Dann gehe ich aber wieder mit dem Wurm. So, 5 Würmer haben wir nämlich noch, wenn die alle sind oder leer sind. Wieso muss ich das hier jedes Mal neu einstellen? Wieso merkt er sich das nicht? Jetzt habe ich auch wieder diesen Mischwettertag, den ich ganz am Anfang hatte. Dann machen wir jetzt hier erstmal nochmal schnell Level 5 voll. Hä? Was war das denn jetzt schon wieder? Beim Einholen ist der Fisch plötzlich. Wieso habe ich da jetzt einen Hänger? Ich bin doch gar nicht im Krautfeld drin. Da läuft schon wieder nur Blödsinn hier. Na komm, beiß. Jetzt fangen wir goldene Putzer, ne? Ne, Blacktail Shiner. Wollte gerade sagen, jetzt kommen die goldenen Putzer hier ein nach dem anderen. Das wäre lustig. Weil den haben wir ja als letztes gefangen bei der im letzten Video. Der hat richtig lange auf sich warten lassen. Fantastic Roach Champ 11.
Ist auch Level 1. Der hat jetzt gerade auch erst jetzt angefangen. Gibt so viele Leute immer noch, die wieder mit Fishing Planet neu anfangen. Nicht gut. Ich spiele das ja schon seit 7 Jahren. Hab mittlerweile jetzt hier den vierten Account. Einen habe ich aber, weiß ich die Daten nicht mehr. Weder die Passwörter noch die E-Mail-Adresse und so habe ich alles nicht mehr. Habe ich leider nicht aufgeschrieben, dummerweise. Dass ich jetzt nur noch 3 von den 4 Accounts habe. Aber von den einem Account habe ich auch keine Videos gemacht und keine Staffel neu gestartet. Von daher ist das auch egal. So, fangen wir ein paar Crappies. Genau. Crappies sind gut. Crappies sind lecker. Crappies machen Spaß. Ah, da ist nicht tief genug. Ja, genau, wir stellen jetzt die Tiefe auch wieder um. Gehen mal hier auf. Auch eine Lieblingszahl von mir, die 78. Müsste hinhauen hier. Und das haut hin. Oh, Kreppi in Trophy-Größe. Sehr schön. Und da ich ja die fortgeschrittene Lizenz gekauft habe im letzten Video, habe ich euch hier gezeigt, darf ich den jetzt auch behalten. Und er gibt 84 Cash und 39 XP. Damit sind wir auch bald Level 5. Da noch ein, zwei Stück von. Dann haben wir es. Und der nächste Krabby, aber leider kein Trophy. Aber gibt auch 13 XP. Also. Köder wurden gefressen. So. Hä? Was ist das denn für eine Meldung? Angeblich wieder ein Hänger. Nicht nur angeblich, sondern war sogar ein Hänger. Wir machen nicht ganz so weit. Gucken wir, ob es da beißt, auf 11 Meter. Ja, Bremse habe ich bisher noch gar nicht erwähnt. War auch bisher nicht nötig. Die Bremse ist hier auf halb eingestellt, also 3 von 6 Feldern. Seht hier unten rechts. Hier ist die Tempoeinstellung und drumherum die Felder, das ist die Bremse und das geht dann hier mit Plus und Minus, habe ich ja auch gezeigt im ersten Video, wie ich das auf Plus und Minus gelegt habe, zeige ich gleich. Oh, auch ein Trophy, sehr schön. So, und dann hier Bremse Plus, ups, Angelmaschine 1. Auch abgeschlossen. Nochmal ein Baitcoin. Sehr schön. So, Bremse. Jetzt hat er die Rute nicht mehr in der Hand. Was soll das denn jetzt? Achso, der Köder ist leer. Ja, alles klar. So, dann gehen wir erstmal hier hin. Holen uns neue Würmer. Immer wenn die Würmer aus sind. Oh, diesmal keine Würmer. Ich muss Würmer kaufen, wenn ich mit Würmer angeln will. Warum das? Warum kriege ich diesmal hier keine Würmer? Du hast gut gesucht, aber diesmal keine Würmer im Komposthaufen gefunden. Ja, jetzt will mich das Spiel zwingen, hier Würmer zu kaufen. Gucken wir mal, was kosten die denn hier im Laden, wenn es sie hier überhaupt gibt. Köder, ja, gibt 75, wow. Sagen aber richtig zu hier. Ich glaube, im Hauptgeschäft zu Hause kosten die nur 50. Na gut, dann fangen wir den letzten Fisch, den wir noch brauchen, oder zwei, mit Brot.
Lass mich ja nicht verarschen hier. Achso, Bremse wollte ich nochmal zeigen, ja. Aber auch nicht jetzt, wo gerade ein Fisch zappeln will. Oh ne, der zappelt nicht. Gut, dann jetzt hier drücke ich die Plus-Taste, ne? Gehen hier die Rechtsfelder hoch. Aber niemals ganz zumachen, außer ihr habt ein Equip, wo die Rolle das schwächste Glied ist, also Schnur und Rute stärker sind. Dann könnt ihr die Bremse auch ganz zumachen, aber ich lasse sie jetzt hier erstmal auf halb. Weil die Schnur ist hier viel zu schwach für Rolle und Schnur, Rolle und Rute. Und haben wir jetzt Level voll? Nee, noch nicht ganz. Und glückliche Pose 2. Sehr schön. Angeblich wieder ein Hänger, was soll das? So, ich muss kontrollieren, ob der Köder noch dran ist, nach dem Hänger. Weil da kann man nicht immer von ausgehen, dass der Köder dran geblieben ist. So kommen, wir schnell Level 5 voll kriegen hier, dass ich in diesem Video noch zeigen kann mit Spinfish-Ausrüstung. Noch ein oder zwei Fische, wenn die so klein bleiben, außer es beißt jetzt nochmal ein Trocki. Leider kein Trophy. Oh, nochmal ein goldener Putzer. So, ein Fisch noch, dann haben wir's. Nochmal grüner Sonnenbarsch. Jawohl, Level 5 erreicht. Gibt wieder Cash und Bitcoin. Wieder 1500 und ein Bitcoin. Und das erste Kajak ist freigeschaltet. Das sind SE-Sachen für Bitcoins. Die sind uninteressant. Die Quick Pro 270 gibt es jetzt auch für Geld. Die Omnifloat 350. Also eine stärkere. Oder ist sogar schon die erste Matchroute. Bin mir nicht sicher, könnte aber auch noch eine Teleskoproute sein. Die Value Spin 230, die wir uns gleich kaufen werden, ist frei. Die Braid 01 ist frei. Die Braid 015. Callisto 1400 Rolle. Die Windcast 1500 Rolle. Die China sind sogar schon, aber nur als Bitcoin-Köder. Also für Bitcoin zu kaufen, noch nicht für Geld. Nanospinner, Spinner für Rocky Lake, weil Rocky Lake ist jetzt auch frei. Geht hier, Rocky Lake Colorado freigeschaltet, dafür sind die ganzen Spinner gut und auch hier die Narrow Spoons, auch okay, auch für Thunder, später am Emerald Lake, aber das zeige ich euch alles noch. Die Braid 08 ist auch frei, die Braid 012, die erste Ködertasche. Weitere Spinköder haken. Ja, gut, wir werden jetzt erstmal einkaufen gehen. Und zwei weitere Missionen. Rocky Lake Erkundung und Rocky Lake Belastungsprobe. Verlassen.
haben wir nochmal 231 Cash und 89 XP gemacht und zwei Errungenschaften abgeschlossen. Gucken, was wir jetzt alles abgeschlossen haben. Petri Heil natürlich, das Tutorial. Glückliche Pose sind wir mittlerweile jetzt Stufe 2. Und bei Stufe 3, also 45 Fische hintereinander auf der Pose. Na gut, da hätte ich jetzt weitermachen müssen. Da hätten mir nur noch 21 Fische gefehlt. Dann hätte ich nämlich Stufe 3 auch noch. So fange ich wieder von vorne an, weil ich abgereist bin. Müsste dann hier gleich auch wieder auf 0 stehen. 0 von 45. Aber für Stufe 3 gibt es dann 3 Baitcoins und eine X-Series hier Shaped Float, also ein Schwimmer, ein eiförmiger Schwimmer. So, abgeschlossen haben wir auch Angelmaschine. 4 von 20, also 20 Fische hintereinander. Erfolgreich, egal ob mit Pose oder mit Spin. Gibt es bei Stufe 2 dann nochmal 2 Baitcoins. Und Range Lone Star Ranger 1. Verbringen Sie 5 Tage am Gewässer für Stufe 2. Gibt 3 Baitcoins und eine Markierung. Haben wir noch was abgeschlossen? Nö. Okay, dann auf in Gefecht. So, erstmal nach Rollen. Spinrollen. Wir da mittlerweile kriegen. Die Callisto, ja. Die geht bis 2 Kilo. Die Windcast bis 2,25. Die Windcast, die wäre die interessantere, aber die hatten 60, die hatten 70er Recovery. Die wäre vom Recovery, also Einzug, Schnureinzug, wäre die interessanter mit 70 cm pro Umdrehung. Aber die ist vom Gewicht her interessanter. Also von der Bremskraft, 2,25 Kilo. Da muss man sich dann überlegen, was man möchte. So, Schnüre. Habe ich mal geflochtene. Oh, das sind alles Baitcoin-Schnüre, die freigeschaltet wurden, gar nicht für Geld. Die einzige Braid ist die 1,8 Kilo. Die würde auch erstmal reichen. Ich angle lieber mit Braid-Schnüre als mit anderen. Mit Spinning. Da kann man auch wesentlich weiter mit auswerfen mit Braid-Schnüre. Die sind nämlich bei gleichem Gewicht mal wesentlich dünner hier. Die hat nur 0,12 mm bei 1,8 Kilo. Wenn man jetzt hier mal vergleicht, Monoschnüre 1,2 Kilo, ist keine, aber 1,4 Kilo, die hat schon 1,8 Durchschnitt. Ach ja, nee, irgendwo war doch hier gerade eine 1,2. Genau, hier 1,2, die hat nur 0,9 Kilo. Hat genauso viel Durchmesser wie die Braid mit 1,8 Kilo. Also die Hälfte. Die Hälfte Kraft nur bei gleicher Dicke. Die Monoschnur. Die Fluro. Ja, die gehen erst los bei 2,7 Kilo. Da habe ich ja noch eine schon bekommen. Wo 2,7 Kilo. Ja, da werde ich wahrscheinlich erstmal die Fluro-Schnur benutzen, weil die ist ja stärker. Dann brauche ich keine Monoschnur kaufen. 2,7 Kilo ist auch stärker als die Rolle. Mit 2,25 Kilo und Spinnrute werde ich die kaufen. Ja, das machen wir jetzt mal. Die kostet 1800, die kaufen wir. Dazu kaufen wir die. Na komm, will die Spinrollen nur angezeigt haben. Die mit 2,25 Kilo. Und die Büroschnur haben wir ja. Dann können wir noch ein bisschen Geld noch für andere Sachen ausgeben. Die werde ich mal. Achso, ja, dazu brauchen wir jetzt erstmal eine Routentasche. War die hier mit zwei Routen, kosten Tausender. Und die Ködertasche kaufen wir auch gleich mit 250 und die Weste kaufen wir auch. So können wir ein paar mehr Köder mitnehmen. Ausgerüstet ist das, glaube ich, jetzt automatisch. Ja, weil das die ersten Sachen sind, die ich kaufe. Sind die gleich automatisch drin. So, da packen wir jetzt auch die zweite Rute rein. Die Value Spin mit der Windcast Rolle und der Fluro Schnur. Da gehen noch 75 Meter drauf, müsste aber reichen. Können wir zwar nicht so weit werfen wie mit Braid Schnur, aber dafür haben wir höheres Gewicht.
Gut, brauchen wir eigentlich noch nicht. Die bewahre ich mal noch auf. Ich hole doch noch die Braid-Schnur. 1,8 Kilo, die reicht völlig für den Lone Star Lake und man kann weiter auswerfen. Was man teilweise auch braucht, um an die Barsche ranzukommen. So, dann nehmen wir jetzt die Braid-Schnur. 125 Meter. Ja, und die restlichen 25 Meter verkaufen wir wieder. Zack. Kann man eh nicht mehr gebrauchen. Die Monoschnur behalte ich mal erstmal noch, obwohl. Hier will ich auch mehr etwas. Sorry. Gerade ein Kloß im Hals. Hier holen wir uns auch mal eine stärkere Schnur. Und zwar hat ja die Route 1,82 Kilo. Da holen wir uns mal eine Monoschnur mit 1,4. Ja, 1,4 Kilo, 150 Meter, völlig ausreichend. Wir die nämlich verkaufen hier, die 84 Meter, die brauchen wir nie wieder. Machen da jetzt hier die. Oh, da gehen nur 44 Meter drauf. Ein bisschen wenig. Obwohl, so weit wirft die eh nicht aus, ne? Egal. Komm, 44 Meter machen wir drauf. Und die Mono verkaufen wir. So. Die Rolle 1,25, 1,4. Ja, genau. Jetzt können wir da nämlich auch die Bremse komplett schließen. Und können damit getrost auch kleinmaulige Büffelfische und Welse am Lone Star Lake angeln. Ohne Probleme. So, jetzt rüsten wir hier noch weiter aus. Und zwar brauchen wir hier, brauchen wir ein Vorfach für die kleinen Hechte da. Ich glaube nicht, dass man da Vorfach braucht. Die Braid-Schnur müsste da ausreichen. Falls doch, dann kaufen wir eben noch ein Vorfach. Aber erstmal versuche ich es ohne. Mal ein bisschen Geld sparen am Anfang. So, jetzt brauchen wir Spinnenköder. Bunzköder, Blinker. So, nehmen wir gleich den 9 Gramm Raute 1. Würde ich sagen, ja, den 5 Gramm Raute 2 können wir weglassen. Wir nehmen gleich den hier, eine Nummer größer, können wir ja schon kaufen. Können wir noch kaufen? Und den für Baitcoins, der wäre natürlich auch super. Raute 1.0 sogar schon. Das ist ein guter Hechtköder. Der auch. Aber für die kleinen Hechte, da brauchen wir das, glaube ich, nicht unbedingt. Kann man erstmal lassen. Wir holen erstmal hier die. Den silbernen, der reicht völlig aus. Machen wir dann auch drauf. Haben wir die auch ausgerüstet. Gucke ich aber trotzdem noch mal im Laden. Noch mal einen Kescher größeren. 7 Kilo, 3 Kilo Einzelfisch. 640. Das machen wir. Und den alten Kescher tauschen wir jetzt aus. Zack, und den verkaufen wir. So, die Fluoschnur würde ich gerne mitnehmen, dass wir die doch wechseln. Lassen wir alles so, den können wir erstmal nach Hause packen, die brauchen wir nicht. Achso, Hakengröße wollte ich noch, genau. Haken, Angelzubehör, einfache Haken. Und zwar die Größe 4 kriegen wir schon, Größe 2 kriegen wir auch schon, sogar Größe 1. Für Wels und kleinmäuligen Büffel, für den kleinmäuligen Büffelfisch habe ich den 8er Haken, ja, würde ich aber auch, ja gut, den kann man da lassen, aber für den Wels, da würde ich jetzt hier schon sagen, Raute 2 oder Raute 1. Sagen hier Raute 1 Haken.
So. Oder eins haben wir mit. Jo. Soweit, so gut. Dann jetzt wieder auf zum Lone Star Lake. Starten der Erkundungsmission 2. Ging wieder hier an diesen Spot. Nehmen die Route 2, die Spin-Route. Kontrollieren nochmal. Rolle 2,5, Schnur 1,8, das heißt, da können wir die Bremse nicht ganz schließen. Und Route 3,4 Kilo. 2,5 zu 1,8, das heißt, wir können die Bremse ein überhalb würde gehen. So. Und dann gucken wir mal, wie weit wir werfen können hier. Ja, ist okay. Wollen wir mal ein paar Barsche fangen hier. Das Ganze mache ich mit Stop and Go und Tempo 2. Im Mittelwasser. Und da haben wir den ersten Barsch. Gepunkteter Barsch. 794 Gramm, also größter Fisch, den wir bisher gezogen haben. 135 Cash, 18 XP. Erhalten wir natürlich. So, dann gibt es hier noch mehr Spots, wo die beißen. Und zwar einmal hier. Da beißen auch die Hechte. Dafür gehe ich ein bisschen unterhalb des Mittelwassers. Und hoffe, dass es der erste Hecht ist. Ist, glaube ich, noch mal ein Barsch, oder? Ja, Barsch. Nee, doch Hecht. Da haben wir den ersten Grashecht. Sehr schön. Oh, dann gehen wir wieder auf Barsche. So gehe ich hier noch mal ein bisschen weiter in die Mitte. Und dann hier diese Lücke. Da beißen auch die Barsche ganz gut. Oh, das ist aber noch ein Hecht, oder wie? Jo, auf der Seite beißen jetzt auch die Hechte. Ich habe auf der Seite, glaube ich, noch nie einen Hecht gefangen. Und wenn, dann ist das so lange her, dass ich es nicht mehr weiß. So, ich wollte aber noch hier noch einen Barsch fangen. Bevor ich dazu übergehe, wieder mit der Matchroute, mit der Teleskoproute zu arbeiten und da auf Wels und seinen molligen Büffelfisch zu gehen. Ja, kein Barsch.
Nö, kein Barsch. Okay, dann holen wir uns nochmal Würmer. Hoffe, dass es diesmal jetzt welche gibt und nicht wieder die Anzeige kommt, keine gefunden. Ne, keine gefunden. Gut, dann muss ich wohl doch welche kaufen. Shit, hätte ich zu Hause machen sollen, aber egal. Kaufen wir jetzt hier Würmer. Und Teigbällchen kaufen wir auch. Graupenbrei kaufen wir auch. Da haben wir alles. Und achso, gleich ausrüsten. Nehmen wir jetzt hier erstmal. Nehmen wir mal Teigbällchen. Hier habe ich den kleinen molligen Büffelfisch gefangen. Na, ja. Das ist aber kein kleinmolliger Büffelfisch. So, ich gehe mal ein bisschen tiefer wieder. 1,40 war das, was ich hier hatte, ne? Ja, das ist auch kein kleinmolliger Büffelfisch. So, ich wollte hier nochmal gucken wegen der Bremse, wie ich das jetzt hier zusammengestellt hatte. 1,82, 1,25, 1,4. Da kann ich die Bremse komplett schließen. Werde ich jetzt auch schon mal machen. Ja, mit der stärkeren Schnur, die ist ein bisschen dicker. Kann ich keine 14 Meter mehr auswerfen, nur noch 13 Meter, wenn ich den Auswurf voll treffe, bis zum Anschlag. Und der hatte gebissen auf Wurm, ne? Dann lasse ich auch mal den Wurm. Ne, nicht wieder auswerfen. Hallo. Habe ich nicht verlangt. So. Nehmen wir den Regenwurm wieder dran. Oh, 13 Meter. Ja, vorhin hat das so gut geklappt hier. Jetzt, wo ich den brauche, will er nicht beißen. Kleinmoliger Büffelfisch, komm jetzt ran hier. Gibt's aber gar nicht. Oder dieser eine Meter fehlt mir jetzt hier, weil er auf 14 Meter gebissen hat und auf 13 Meter ist ihm wohl zu weit die Strecke, dahin zu schwimmen, dieser eine Meter. Tut sich nichts, ich guck mal nach der Beißzeit. Na komm. Ja, eine Stunde vorspulen, wo die Beißzeit besser wird.
Ah, da so, geht doch noch 14 Meter, wenn ich voll treffe. Ich gehe noch mal ein bisschen tiefer, gucken, ob es da tief genug ist. Gehen wir auf 1,60 Meter. Nee. 1,60 Meter scheint zu tief zu sein, aber macht nichts. Kleinmauliger Büffelfisch. Cool, langsam stellt sie sich doch gerade noch. Die Pose. Mal gucken. Ein mulliger Büffelfisch, den traue ich zu, dass er auch vom Grund Ködern nuggelt. Jo, macht er. Kann natürlich auch ein Putzer sein oder Sonnenbarsch. Na komm. Ja, das sieht schon besser aus. Oh, das könnte er sein. Nö, ein Krabby. Seit wann lutschen die auf dem Grund rum? Wenn der Kleinmollige nicht beißen will, dann wechsle ich hier gleich auf Wels. Oh, goldener Putzer, ne? Jo. Ne, Blacktail Shiner. So, ein Versuch noch. Guck mal, ob ich eine Stelle finde, wo ich. Ja, da vorne. Bisschen tiefer reinkommen in den See. Noch einmal gezubbelt. Zubbeln, ne, zubbeln nochmal, zubbelt nochmal. Das könnte ein kleinmolliger sein. Ne, doch nicht. Ein Sonnenbarsch. So ein Fisch. Oh, ein Troppi. Hatte ich auch noch nicht. Wenn ihr genau 1,60 Meter tief zu sein, sodass er Wurm gerade so eben auf dem Boden liegt, die Pose trotzdem noch gerade steht. Werde ich gleich mal ein paar Zentimeter zurückgehen auf 1,55 Meter oder 56 Meter, dass der Köder ein klein bisschen über dem Grund hängt.
Das sieht gut aus. Ne, wieder auch um Trophyfisch. Wow. Gut. Werden wir ein klein bisschen flacher. Machen wir mal 56. Gucken, ob das schon reicht. Der Köder nicht mehr auf dem Boden liegt. Er scheint immer noch am Boden zu liegen. Was ganz Kleines. Wieder ein goldener Putzer, oder? Jo, goldener Putzer. Wir gehen noch ein bisschen flacher. Ups, falsche Taste. Machen wir 1,50 Meter. Jetzt hängt er knapp über dem Grund. Ah, jetzt geht das los hier mit dem Gange. Schlechte Internetverbindung zum Server. Liegt nicht an meinem Internet, das liegt am Server. Na, komplett die Verbindung verloren jetzt hier. Der Server abgekackt. Mein Internet ist voll in Ordnung. Lädt auch gleich wieder rein. Server ist wieder da. Gut. Dann auf ein neues. Wieder muss ich das selber umstellen hier. Der merkt sich einfach nicht meine letzte Einstellung mit der Wurftechnik. Okay, ich wechsle jetzt auf Wels. Nicht so blöde. Dazu gehen wir hier auf die Seite. Dann ganz hinten hin. Wir hier haben wir eine ganz tiefe Stelle. Wenn wir hier mit M-Taste, haben wir hier, genau, hier ist die tiefe Stelle. Dann mache ich mir jetzt mal eine Markierung hin. Nein, nicht den letzten Fisch, sondern eine neue Markierung. Ich sehe, wo ich hinwerfen muss. So, dann versuchen wir hier im Wels zu ziehen. Stellen auch wieder tiefer. Immer so auf 2,23 Meter, hat sich gerade so ergeben. Und gucken wir mal, ob wir einen Wels bekommen, wenn schon der Kleinmäulige nicht beißen will.
Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ist aber keiner. Jetzt beißen da auch die Sonnenfische. Was soll das? Will doch ein Wels und kein Sonnenfisch. Und wieder ein Sonnenfisch. Grüner Sonnenbarsch, den könnt ihr euch merken, der beißt hier, wo es ganz tief ist, auch im ganz tiefen Bereich. So, ich gehe mal noch ein bisschen tiefer. Ich weiß nicht genau, wie tief das hier ist. Gehen wir mal 2,30 Meter. So, geht immer noch. Sonst noch mal den Köder wechseln. Mal gucken, was ich. Habe ich eigentlich Käse jetzt gekauft gehabt? Oder gab es Käse überhaupt schon für mich kaufen? Weil das wäre ein besserer Köder für Wels. Vor der Meinung, Käse war schon freigeschaltet. Oder vielleicht kann es sein, nur für Bitcoins. Oh, wäre mir egal. Würde ich jetzt einmal Bitcoins investieren. So, was ist jetzt hier? Jetzt keine Fische mehr. Geht doch. Wie? Gut, ich guck mal nach Köder. Geht so nicht. Köder. Nee, noch kein Käse. Gucken wir mal im Laden. Käse, die gibt's nämlich auch schon, siehst du. So, Inventar, Käse drauf und ab dafür. So, für den Wels wollte ich ja auch einen größeren Haken nehmen. Na, Bing ohne Zubbeln. Ich nehme einen größeren Haken. Da sind die Haken, rote 1 Haken. Und jetzt möchte ich hier einen Wels haben, bitte, danke.
Jetzt will gar nichts mehr beißen. Also noch nicht mal mehr einen Fisch spawnen. Nochmal das Spiel komplett durcheinander gebracht. Mit Käse und Raute 1 haken. Nee, oh ja, jetzt kommt er. Jetzt kommt der Wels. Komm, ja, so zieht ein Wels, genau. Das sieht nach Wels aus. Nicht dieses Rumgezuppel, sondern dieses stetige nach unten ziehen. Und da haben wir den Wels. Sehr schön. Ja, jetzt noch den kleinen molligen Verbüffelten. Versuche ich nochmal von der Stelle hier. Muss ich aber wieder umrüsten. Wieder den kleineren Haken. Cool, ich guck mal. Mit Zubehör einfache Haken. Nehmen wir den Vierer, obwohl den nee, Sechser, Vierer. Sechser oder Vierer? Ich probiere den Vierer. Also Käse ist natürlich nicht angesagt, sondern dein mäulige Büffelfisch ist hier nirgendwo mit angegeben, ne? Bei den Ködern. Das Blöde. Ich versuche mal Graupenbrei. Und dann die Tiefe auch wieder. Zurück auf 1,40. Ups, das war zu weit. Denn nicht bingen, aber kein Zoppeln. Jetzt zoppelt's endlich. Aber kein kleinmäuliger. Komisch vorhin in der Mission 1, Erkundung 1 besser gesagt, da hat ein kleinmolliger Büffelfisch hier gebissen nämlich. Und jetzt, wo ich ihn brauche, weiß keiner mehr. Das ist so komisch, merkwürdig irgendwie. Egal wo ich hinwerfe, egal welchen Köder. Ja, komm, beiß. Ne, wieder keiner. Wieder nur ein goldener Putzer. Aber Level 6 erreicht. Wieder 1500, ein Baitcoin. Die nächsten Routen und Rollen. Erste Stringer, erste Casting-Rolle. Raid 012 in einer anderen Größe statt 150, jetzt 300 Meter wahrscheinlich, Raid 08, Raid 012, auch in 500 Meter. Spinner, Grillen. Hume mit Honig. Hume mit Honig, das interessiert mich. Würde da der kleinmäulige Büffelfisch drauf beißen? Und kriege ich die hier? Nee, nicht Kunstköder, Köder.
Ne, Krume mit Honig kann ich hier nicht kaufen, nur zu Hause. Okay. Ich werde mal wieder den Wurm drauf machen. Da hat ja einer drauf gebissen. Ne, wieder kein Kleinmäuliger. Das würde man sofort sehen, da würde die Anzeige rechts sowas von nach oben schießen. Weiß auch nicht mehr genau, wo ich gestanden habe, dass ich den gefangen habe. Wie schon wieder viel zu lang, aber egal. Ich will jetzt noch den Büffelfisch haben hier für das Video. Dass ich die Erkundungsmission 2 abgeschlossen habe. Hier nochmal 10 cm tiefer. Wieso jetzt nur 13 Meter? Ich habe doch einen vollen Ausbruch gemacht. Wieso sind das diesmal keine 14 Meter? Will mich das Spiel jetzt auch schon wieder verarschen oder was? Was ist hier los? Jedoch. Hier ist es keine 1,50 tief, sehe ich schon. Die Pose hängt nicht wirklich durch. Da liegt auch ein Grund. Die Pose ist ein bisschen höher im Wasser. Sorry. Ja, komm jetzt hier. Was soll das sein? Wieder nur 13 Meter und da ist es noch flacher. Ja, es war eine Stelle, wo es auch wirklich 1,40, 1,50 tief war. Kann hier nicht gewesen sein. Ich glaube, hier war das. Hier habe ich den gefangen. Jawohl, hier steht die Pose dann auch wieder 1A. Der Köder hängt knapp über den Grund und hat man auch sofort rubbeln. Manchmal wirft er 13, manchmal 14 Meter bei vollen Aufwurf. Also, ganz merkwürdig. Merkwürdig.
Bing und einmal ganz kurz gezuppelt und weg ist der Fisch wieder. Nochmal. Jetzt so will er länger. Und beißt auch. Aber wieder kein kleiner Mäuliger. Weiß nicht, woran es liegt, dass der nicht mehr beißen will. So kurz. Doch besser mit Zielvorrichtung. Hat man mehr Zeit, den richtigen Abwurfpunkt zu finden. Oder Auswurfpunkt besser gesagt. Und wieder nur einmal kurz drücken. Jetzt soll er wieder länger, jawohl. Aber wieder keine kleinen molligen Büffelfische mehr hier. Happy. Was soll das? Warum gibt es hier keine mehr für mich? War wohl ein Zufallsbiss oder so. Ich muss mal weiter rauswerfen können. Auf 20, 25 Meter. Und Grießkugeln am besten. Und die besten Köder für kleinmollige Büffelfische. Das mit dem Wurm auf 14 Meter, das auch wohl, wie gesagt, so ein Zufall, so ein random Fisch, irgendwie, der nicht immer klappt. Der Einstellung und Köder und Weite. Nö. Will einfach nicht. Aber wie gesagt, das Video ist schon viel zu lang. Kann bald eine Stunde lang, ey. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Und dann klappt es vielleicht auch wieder besser. Bis dahin, tschüss.